Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich fange heute mal mit dem Wörtchen Danke an. Ich möchte mich als allererstes beim Kollegen Heil bedanken und seiner Mannschaft und auch bei meinen eigenen Leuten, denn wir hatten nicht wirklich viel Zeit. Am Montag hat die SPD, Gott sei Dank, in Wolfsburg beschlossen, CETA mit uns zu tragen. Und am Dienstag haben wir dann in relativ kurzer Zeit für die Fraktionen den gemeinsamen Entschließungsantrag beschlossen. Das war nicht so ganz einfach, das haben wir hinbekommen und dafür sage ich Danke. Meine Damen und Herren, ich sage auch deswegen Danke, weil ich absolut davon überzeugt bin, dass wir das richtige Abkommen gemacht haben. Dass wir ein vernünftiges Abkommen gemacht haben, dass wir ein Abkommen gemacht haben, was uns, unserem Land und uns gemeinsam weiterhilft. Nach einer Prognosstudie hängen 9,6 Millionen Arbeitsplätze in Deutschland am Export. Das interessiert Herrn Ernst nicht, das haben wir ja gerade eben feststellen können. Dem war das völlig egal, da redet er nicht drüber. Aber 9,6 Millionen Arbeitsplätze, die gute Arbeitsplätze sind, hängen am Export. Und da wollen wir dafür sorgen, dass das nicht nur bleibt, sondern dass das noch besser wird. Und es kann besser werden. Und ein solches Abkommen hilft und es wird besser. Ich habe noch kein einziges Freihandelsabkommen erlebt in Deutschland, bei dem nicht nachher der Export von Deutschland in das entsprechende Land stärker geworden wäre, als er vorher war. Nehmen wir doch nur Korea. Das Korea-Abkommen hat wirklich gewirkt. Vor fünf Jahren wurde es abgeschlossen. Wir haben mittlerweile 55% mehr Export nach Korea, Herr Ernst. Das interessiert Sie nicht. Sie fahren Ihren Porsche weiter und haben keine Ahnung davon, was da wirklich passiert. Und das ist ärgerlich. Sie müssten eigentlich als Gewerkschafter für ein solches Abkommen eintreten, wie das beispielsweise Gott sei Dank Herr Vassiliadis von der IGBCE intensiv tut. Meine Damen und Herren. Herr Kollege Fuchs, lassen Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Ernst zu. Der hat doch schon geredet. Nein, die USA sind unser größter Exportmarkt. Die USA haben mit uns ein Handelsvolumen von rund 173 Milliarden Euro. Wir exportieren rund 111, 114 Milliarden nach USA und importieren tun wir 59,6 Milliarden. Das zeigt, dass wir deutliche Pluszahlen mit diesen Ländern haben. Bei Kanada ist es quasi ein Zehntel. Es ist natürlich auch wesentlich kleiner. 9,9 Milliarden Export und 4 Milliarden Import. Die Volumina sind aber steigerbar und damit auch die Chancen für unser Land. Und meine Damen und Herren, was mich ärgert, ist, dass die ganze Zeit so getan würde, als seien diese Abkommen schlicht und ergreifend in jeder Hinsicht falsch. Das fängt mit den Umweltstandards an. Da habe ich mal in meiner letzten Rede ja den Bundeswirtschaftsminister gebeten, Herrn Stegner aufzuklären. Er soll das mit VW klären. Und das empfehle ich Ihnen auch. Die Umweltstandards in Amerika sind nicht schlechter als unsere. Die in Kanada schon gar nicht. Im Gegenteil. Wir können da in dem einen oder anderen Fall durchaus etwas von lernen. Und wir sollten dafür sorgen, dass die Standards aber gleichgezogen werden, damit vor allen Dingen unsere mittelständische Wirtschaft nicht bei jedem Land immer wieder überlegen muss, welche Standards muss ich jetzt hier und dort einhalten. Und das gilt natürlich für die anderen Bereiche genauso. Wir haben gerade mit diesem Abkommen, mit CETA, eigentlich das fortschrittlichste Abkommen, was bis jetzt überhaupt abgeschlossen wurde. Das ist das Modernste. Und auch was wir in den vielen anderen Bereichen des Abkommens erreicht haben, da kann man nur sagen, da ist in Brüssel sehr gute Arbeit geleistet worden. Und auch dafür ein Dankeschön nach Brüssel, ein Dankeschön an Frau Malmström und ihr Team und an alle diejenigen, auch die von uns, die daran mitgearbeitet haben. Wir haben eine Reihe von Punkten erreicht und ich empfehle jedem einfach wirklich mal in die Details hineinzugehen. Dann werden Sie sehr schnell feststellen, dass wir eine Menge von Dingen hinbekommen haben. Die Globalisierung geht weiter, ob wir das wollen oder nicht. Da wartet niemand auf uns Deutsche. Entweder wir entscheiden uns dafür oder wir fallen hinten runter. Europa hat nur noch 7% der Menschen der Welt. Das waren mal viel mehr prozentual. Und mittlerweile erreichen wir noch gerade 25% des BIPs der Welt, des Bruttoinlandsproduktes der Welt. Aber wir leisten uns über 50% der gesamten Sozialausgaben in der Welt. Und wenn wir das so weitermachen wollen,
dann müssen wir auch das entsprechende Wachstum in Europa generieren, und solche Abkommen tragen dazu bei. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass das so klappt. CETA trägt in besonderem Maße den Anliegen unserer mittelständisch organisierten Wirtschaft Rechnung. Denn gerade die Mittelständler, die haben die großen Probleme, weil sie eben nicht eine riesige Rechtsabteilung haben wie die Industrie. Und deswegen sind diese Abkommen für uns zentral wichtig, damit wir den Mittelstand unterstützen. Und das freut mich, dass wir das mit Kanada hinbekommen haben. Und wir haben es zum Beispiel auch geschafft, die kanadischen öffentlichen Beschaffungsmärkte für unsere Mittelständler zu öffnen. Das war nicht so selbstverständlich. Umgekehrt war es schon der Fall, aber jetzt können auch unsere Firmen in Kanada in die Beschaffungsmärkte rein. Wir leiten einen Systemwechsel hin zu internationalen Schiedsgerichten mit professionellen Richtern. Das ist ebenfalls sehr vernünftig, mit Berufungsmöglichkeiten. Das haben wir noch anschließend gemeinsam hineinverhandelt. Und wir haben es geschafft, dass die Zölle auf Industriegüter so gut wie abgeschafft sind. Das sind de facto keine mehr. Und da kann ich nur sagen, wer da dagegen ist, dass Zölle abgeschafft werden, das kann ich dann wirklich nicht mehr nachvollziehen. Im Gegenteil, das ist für uns alle sehr vernünftig. Und ich glaube, wenn wir den Punkt, den beispielsweise Jürgen Trittin immer in seinen Reden hier in diesem Hohen Hause anführt, das Vorsorgeprinzip betrachten, dann ist auch das in diesem Abkommen berücksichtigt worden. Also wir haben den Grünen ja auch noch geholfen, sich für dieses Abkommen zu entscheiden. Ich würde empfehlen, dass diejenigen, die dagegen sind, es einfach lesen, wenn sie feststellen, dass viele ihrer eigenen Forderungen, aufgenommen werden. Lieber Herr Kollege Grosse-Prömer, man muss Ihnen schon helfen. Denn manchmal habe ich das Gefühl, dass Sie sich nicht helfen lassen wollen, weil Sie einfach verbohrt in die Diskussionen hineingehen und mit ideologischen Vorstellungen an diesen Diskussionen mitmachen. Das kann nicht der Fall sein. Wir wollen Freihandel, wir wollen den Freihandel weiter unterstützen, wir wollen dafür sorgen, dass der Freihandel in der Welt gut ist. Mir wäre es am allerliebsten nebenbei, wenn wir nicht bilaterale Abkommen machen würden. Mir wäre es viel lieber, wir würden das multilaterale System der WTO nach vorne bringen. Aber ich bin kein Fantast und mache mir keine Illusionen mehr. Vielleicht bin ich dafür zu alt. Ich glaube nicht mehr daran, dass wir mit 176 Ländern Abkommen hinbekommen werden. Also machen wir diese Art von Abkommen. Machen wir jetzt CETA ganz schnell und anschließend verhandeln wir so schnell wie möglich TTIP weiter, damit wir eine Freihandelszone zwischen dem Atlantik, zwischen Nordamerika und uns in Europa haben. Das hilft uns allen gemeinsam und darauf freue ich mich. Ich bitte um Ihre Zustimmung. Als nächste Rednerin hat Katharina Dröge von der Fraktion Bündnis 90.